Doch dann kommt die Panik. Das Wasser steigt in Sekundenschnelle. Verzweifelt versuchen die Flüchtenden irgendwo Halt zu finden. Einer rettet sich auf einen Tisch. Jens Hofacker. Es kamen immer wieder mehr Wassermassen. Die Wassermassen wurden immer dreckiger, von Welle zu Welle höher und mehr Grusch drin, wie Geröll, wie Holz, wie Türen, Mofas, sogar include Autos. Mir ist ein Auto mir entgegengeschwommen, rechts an mir vorbei, in einem Strudel, muss man sich das vorstellen, und direkt hier hinten reingeknallt. Und in dem Augenblick war die Wassermassen auch schon so hoch, dieser Wasserlevel, dass die ganzen Glasscheiben dieses Gebäudes nacheinander reingeknallt sind. Es war ein Riesenkrach. Und dann bin ich auch schon vom Tisch gefallen, weil die Wassermassen einfach schon zu stark waren. Und dann habe ich mich an diesem Baum hier festgehalten. Und als ich dann hier an diesem Baum hing, habe ich mir bloß gedacht, oh Gott, Jens, ich glaube, du musst hier weg, weil es wird einfach eher tösender, mehr dreckiger, höher. Und in dem Augenblick kam auch schon ein Mofa und ist mir genau auf die Schienenbeine draufgeknallt. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss hier weg. Und dann bin ich bloß noch mit diesem Geröll, Wassergeröll, hier auf diesen kleinen Weg gekommen und bin ganz schnell versucht, in diese Richtung zu schwimmen. Doch die Welle ist stärker. Ohne die Richtung beeinflussen zu können, katapultiert sie ihn immer weiter, bedrohlich dicht an Bäumen und Häusern vorbei. Jetzt sind wir ungefähr 400 Meter vom Strand entfernt und da kann man noch sehen, wie weit diese Welle noch ins Landesinnere reingegangen ist und noch richtig Geröll mit sich getragen hat. Und nach diesem Wald kommt eine ganz kleine Straße und wo wir da angekommen sind, haben wir gedacht, okay, jetzt sind wir eigentlich in Sicherheit. Und ja, dann haben wir es geschafft.